Ah, Leute, 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 herzlich willkommen zurück hier in Sympathia City, der sympathischsten Stadt in ganz Minecraft. Ich sitze hier gerade noch auf dem Boden, jetzt sitze ich auf dem Bett, jetzt stehe ich auf dem Bett und ich dachte mir, wir schauen uns erstmal zu Anfang des Videos eure Kommentare an, die ihr gestern unter das Pool-Video geschrieben habt. Wir haben gestern einen Pool gebaut, in 5 Sekunden, in einer Minute und in 5 Minuten. Falls ihr das Video noch nicht ausgecheckt habt, dann tut das jetzt, denn sonst, bin ich traurig. Genau. Also Leute, gehen wir mal an den PC, schauen uns eure Kommentare an und da habt ihr fleißig kommentiert, Leute, wow. Unfassbar. Schreibt mal in die Kommentare jetzt an dieser Stelle, wer von euch hat denn noch Ferien? Weil ich weiß, dass die Ferien, glaube ich, langsam zu Ende gehen, wenn ich mir... Obwohl, ich bin mir unsicher. Schreibt einfach in die Kommentare, habt da Ferien? Ja oder nein? Und dann würde ich sagen, Leute, wir haben heute einige Sachen zu tun. Der Tim ist ab morgen auch wieder am Start in Sympathia City. Wuhu! Also Leute, ab morgen ist der Tim am Start und ab morgen werden wir dann wieder mit dem Tim Abenteuer bewerkstelligen. Hier steht es auch schon, hi Tim, wir vermissen dich, komm schnell zurück. Aber was ich brauchen werde, ist eigentlich eine Spitzhacke. Ich hoffe, der Tim ist mir da nicht böse, wenn ich mir eine Spitzhacke hier klaue. Oder ich sag jetzt einfach mal Leihen. Komm, wir sagen einfach mal Leihen. Denn ich habe kein Holz. Ne? Das ist das allergrößte Problem an der Sache. Obwohl hier, ja. Aha. Okay, wir klauen jetzt quasi so ein bisschen. Aber Leute, es ist Leihen. Das kriegt er auch zurück. Keine Sorge, das kriegt er zurück. So. Und zwar, Leute, hat mich Opa Francesco gerufen. Und Opa Francesco meinte, er hat ein neues Abenteuer für uns. Ganz genau, Leute. Ihr habt richtig gehört. Er hat eine Sache zu erledigen und... Dabei müssen wir ihm helfen. Und warum fehlt hier da die schwarze Wolle? Ach, da haben wir schon Fridolin Frauenheld, Zombo auf der Theke, Juliana. Und da ist er doch, der gute alte Opa Francesco. So, dann würde ich sagen, reden wir mal mit dem. Auch Bobby. Bobby ist auch am Start, die alte Sau, du, ne? Hallo. Ja. Klasse, also Opa Francesco, ganz genau. Pat, mein Junge, du kommst genau rechtzeitig, sagt er. Du hast sicherlich vom neuen Schatz gehört, der sich irgendwo befindet. Ganz genau, so sieht das aus. Wir haben vom neuen Schatz gehört und deshalb sind wir ja natürlich hier, Opa Francesco, ne? Aber willst du wissen, wo er ist? Ich kann mich schon fast vorstellen, Leute, was jetzt kommt. Irgendwo im Wald, irgendwo auf der Map, irgendwo... Ich frag ihn trotzdem mal. Synte weiß es, frag ihn um Rat. Ja, das ist natürlich mega klasse, weil Synte natürlich heute nicht am Start ist. Und wir könnten ihn theoretisch morgen fragen, aber Leute, wir wollen ja das Abenteuer heute lösen. So, dann fragen wir mal weiter. Es kann im Ozean sein, es kann in der sympathischsten Stadt von ganz Minecraft oder doch im Wald. Ja, das ist jetzt hier die Frage. Wo ist dieser Schatz, ne? Das sind natürlich jetzt einige Optionen, die uns der gute alte Opa Francesco offen lässt. Versuch dein Glück, der Schatz zahlt sich aus. Ja, ganz ehrlich, das Problem ist nur, ich weiß ja nicht, wo der Schatz ist, ne? Es kann ja überall hier sein. Was sagt denn noch so? Deine Zuschauer können dir helfen, weißt du wie? Na, jetzt bin ich ja mal gespannt. Helft Pat mit einem Like und einem Abo, damit er mehr Motivation hat, den Schatz zu finden. Da steht zwar schwarz, aber er meint Schatz. Also Leute, ihr habt richtig gehört, Opa Francesco sagt auch, lasst jetzt ein Like da, lasst jetzt ein Abo da, damit ich diesen coolen Schatz finde. Einfach kostenlos abonnieren und kostenlos ein Like da lassen, Leute, wäre wirklich der absolute Hammer, damit wir auch am Ende uns den Schatz teilen können. Also Leute, wir teilen uns den, keine Sorge. Okay, Leute, das heißt, der gute alte Opa Francesco, ne, so wie er tickt, hat uns natürlich jetzt keinen richtigen Tipp gegeben. Er hat gesagt, wir können zum Tim gehen, aber das kommt natürlich nicht in Frage. So, Ronny, jetzt geh mal raus da. Mensch! Okay, ich nehme mir einfach das Boot hier hinten und schau einfach mal, ob wir vielleicht nicht doch einen, Schatz im Ozean finden. So absurd, wie sich das anhören mag, es ist ja nicht unmöglich, ne? Unmöglich ist es nicht. So, kann ich jetzt hier mal rein oder, Mann, dieses Boot ist dreckig. Habt ihr es gesehen? Es ist dreckig, das Boot. Okay, ist es ja auch, nee, also eigentlich, jetzt ist das Boot verschwunden? Ah, nee, doch nicht. Ich dachte schon. Jetzt funktioniert's. Okay, klasse. So, schauen wir mal ganz kurz nach. Das sieht mir jetzt nicht aus wie ein Schatz. Ins Haibecken will ich jetzt auch nicht unbedingt springen, wenn ich ehrlich bin. Oh, was haben wir denn da hinten? Da ist so eine Kiste. Vielleicht ist es ja die Kiste. Hier sind süße...
Fische, da brauchen wir keine Angst vor haben. Moment, einmal aussteigen. So, an die Seite jetzt, würde ich sagen. Und da ist kein Schatz, Leute. Das ist alles, aber garantiert kein Schatz. Okay, also Leute, Ozean, würde ich sagen, gebe ich schon fast die Hoffnung auf. Ich würde sagen, wir schauen uns mal ganz kurz woanders um. Es muss doch irgendwo hier in der sympathischsten Stadt der Welt einen Hinweis geben, was es sein kann. In welche Richtung geht der Schatz? Also Schatz ist ja so ein Begriff, das kann alles Mögliche sein. Es kann ein Haus sein, es kann ein Haustier sein, es kann ein, ja, weiß ich nicht, vielleicht Diamanten sein, man weiß es nicht, Leute. Aber schauen wir uns mal ein bisschen weiter um. Ich würde ja jetzt das Go-Kart nehmen oder sowas, aber Tim hat mir das ja weggenommen. Von dem hier, beziehungsweise das Motorrad. Und die Baustelle von Marlon ist immer noch nicht fertig. Ist hier was drin? Ja, hier ist was drin. Okay, klasse, Leute. Auf einem pinken Buggy fahren wir jetzt herum. Was steht denn hier herum? Okay, hier steht ein, oh, Arnold ist jetzt hier am Arbeiten, okay. 1 Million Euro, heute billiger. Was? Wie billiger? Heute nur 999.000, beziehungsweise 99.999. Ja, das ist trotzdem ein Preis für ein Auto, der, lässt sich sehen. Aber Leute, vielleicht kann das ein Hinweis sein. Vielleicht heißt das ja, dass wir nach Geld Ausschau halten sollen. Und wo sehen wir Geld oder wo können wir Geld finden? Das ist jetzt hier die Frage aller Fragen, Leute. Vielleicht können wir mal, wir könnten hier im Wald ein bisschen Ausschau halten. Oh, was haben wir denn hier? Ah, das sind aber so vergammelte Diamanten. Das sind keine richtigen Diamanten. Ich dachte, vielleicht wären wir hier fündig irgendwie am, ja, am Workout-Platz, wo wir immer trainieren. Aber hier sehe ich jetzt auch nichts, Leute. Das heißt, wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter. Moment, fahren wir mal ein bisschen weiter, ganz genau in diese Richtung, würde ich sagen. Aha. Ah, hier sehe ich aber auch nichts, Leute. Das ist hier garantiert alles andere als ein Schatz. Mhm. Ja, hier so ein komischer Brunnen. Aber sonst sehe ich jetzt hier nichts. Dieser Turm, da war ja auch was, aber ja, ich weiß es nicht. Hier auch noch vergammeltes Wasser. Aber Moment mal ganz kurz. Das sind doch Diamanten, wenn mich hier alles täuscht. Und das ist Gold. Das sind Diamanten und das ist Gold. Nee, das ist Gold und das sind Diamanten. Ist ja auch egal. Lass uns mal nach unten gehen, Leute. Das ist er. Leute, das ist er, der Schatz. Das muss er sein. Das muss er wirklich sein. Das ist er, der Schatz. Okay, 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 okay. Ich bin aufgeregt. Ihr merkt es wahrscheinlich. Oh, jawohl, Leute. Volle Kanne ins Schwarze getroffen. Aber ins Positive, denn hier nehmen wir uns das ganze Gold mit. Wir können auch noch die ganzen Goldblöcke hier mitnehmen. Leute, unfassbar. Ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich diesen coolen Schatz finden. Und ich dachte eigentlich, der gute alte Opa Francesco trollt uns wieder. Das heißt, hier in diesem wunderschönen Brunnen haben wir einen Schatz gefunden. Und Tim wusste was davon. Okay. Wenn er wieder zurück ist, werde ich ihn mal darauf ansprechen, wenn ich dran denke. Und so, wir nehmen uns noch ein paar Diamantblöcke mit, Leute. Denn aus diesen Diamantblöcken können wir uns natürlich auch noch ein paar Diamanten machen. So, das heißt, die lassen wir auch nicht aus. Wäre ja auch doof, wenn wir einfach hier so ein bisschen Geld liegen lassen. Aber so viel brauche ich gar nicht. Beziehungsweise, natürlich brauchen kann man es immer. Nur, ich will Tim das Ganze auch nochmal zeigen, wenn dann. Weil er wird es wahrscheinlich eh nicht glauben. Er wird es abstreiten. Er wird sagen, hey, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch gar nicht richtig. Als ob man in der Höhle so viel Geld finden kann. Und so weiter und so fort. Das wird der Tim sagen. Okay, Leute. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes. Wir wandeln das Ganze mal um. Ich denke mal, das sollte mehr als genug sein. Das mache ich hier aber lieber weg, weil sonst sieht man ja von oben, dass man hier so eine kleine Diamantquelle hat, sage ich mal. Das soll jetzt hier nicht jeder sehen, der hier vorbeirennt. So. Und dann würde ich sagen, Leute, jetzt muss ich hier noch irgendwie. Ich will eigentlich hier nichts. Aha. Okay, das. Wie hat das denn jetzt geklappt? Hä? Okay. Ah, aha, aha, wie auch immer das hier funktioniert hat, hoffentlich klappt es jetzt hier nochmal. Nein, jetzt klappt es natürlich nicht. Mann, jetzt hier hoch. Ja, jawohl, okay, Leute, wir kommen hier jetzt hoch. Das Wasser ist auch echt schon eklig, aber es soll wahrscheinlich als Tarnung dienen. Jetzt würde ich sagen, Leute, fahren wir mal zum Händler und schnappen uns dieses wunderschöne Auto, denn das haben wir uns jetzt, denke ich mal, nach diesem Abenteuer verdient. Opa Francesco wird wirklich stolz auf uns sein. Anders kann ich das gar nicht sagen. Oh nein, ist mein Kart kaputt gegangen. Nein, das Kart ist kaputt. Toll, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber ich wollte mir eh ein neues Auto kaufen. Ach Mann.
Aber es war gar nicht mein Kart. Oh nein. Hoffentlich fällt das nicht auf, Leute. Das ist jetzt so ein bisschen meine kleine Sorge an dieser Stelle, dass es doch auffällt, dass ich das Kart kaputt gemacht habe, beziehungsweise den Buggy. Ja gut, ist ja jetzt auch egal. Wir gehen jetzt mal rein zu Arnold. Ich schnapp mir jetzt mal hier dann den Tank, pack ihm das Geld in die Kiste rein. So, jetzt kann er sich auch nicht beschweren. Tank haben wir. Und rein hier in den wunderschönen Bugatti. Wir tanken das gute Stück. Und, jawohl, Leute. Okay, jetzt können wir rausfahren. Wenn das funktioniert. Das funktioniert nicht so gut. Nein, das funktioniert. Ey, Bugatti! Nein! Mein Auto fährt weg. So, okay. Nochmal jetzt hier auf der Straße. Genau, Leute. Ein Profi ist noch nie vom Himmel gefallen, sagt man ja bekanntlicherweise. Und jetzt fahren wir mit dem wunderschönen Bugatti hier nach Hause. Wow. Wow. Oh mein Gott. Nein, nicht ins Wasser. Nicht ins Wasser. So, und nicht so schnell. Okay, ich pack das Auto einfach jetzt mal vors Haus. So würde ich sagen. Ja, ja, ein bisschen noch vielleicht zurück. So, ein bisschen zurück hier. Genau. So, okay. Dann würde ich sagen, haben wir jetzt hier, ja, alles gemacht, was wir machen wollten. Wir haben den Schatz gefunden, haben den wunderschönen Bugatti. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst jetzt gerne mal ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann sehen wir uns morgen wieder in Sympathia City. Bis dann, Leute, und ciao.